Nicht genehm. Jetzt habe ich immer noch massig Tränke und so Zeugs, wo ich eigentlich auch noch gerne verkaufen würde, einen normalen Händler. Buchhändler, Waffenhändler, Waffenhändler, Schwertschmied, sirikanischer Händler, Schnapsverkäufer, Kräuterkundler. Ja. Gut, nichts, das mir jetzt hilft. Jetzt lasst mich kurz überlegen. So, jetzt muss ich mal schnell schauen. Wenn ich wüsste, wo der Velerat ist. So, Carmen, da muss ich wieder zurück auf das andere. Ankus im Elendsviertel. Okay. Ihr habt keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Also muss ich jetzt zum Tempelbezirk. Ja, es ist Nacht, es kann ich das hier noch schnell erledigen. Wieso? Muss es bloß regnen? Ja, das frage ich mich ab und zu auch. Wofür all dieses Wasser? Aber ist schon klar, weil dann die Blumen wachsen. Aber das Wetter in Witcher ist wirklich meistens eher... Ne. Die Farben in diesem Spiel sind eh schon sehr dürftig. Und eher grau und grausig und... So... Okay, ich muss zu Carmen und ich muss zu Angus und ich weiß jetzt nicht, wo dieser Angus ist. Tor zum königlichen Schloss. Hä? Elendsviertel, ja gut. Elendsviertel dürfte auch da, wo das Bordell ist. Wo war das gerade? Sultan? Hey! Ja? Hi, Sultan. Wie geht es euch denn so? Habt ihr je ans Heiraten gedacht, Geralt? Mein Beruf ist einer Ehe nicht gerade zuträglich. Unfruchtbarkeit. Hohes Risiko, ständig unterwegs. Es gibt nicht viele Frauen, die damit einverstanden wären. Wir kennen alle. Wisst ihr, ich habe da so meine Zweifel. Fahrt fort. Ich habe sie einige Zeit nicht mehr gesehen und werde ein wenig eifersüchtig. Zwerginnen sind so begehrenswert. Ich schlage vor, wir gehen einhin. Und wenn das nicht hilft... Macht ihr euch über mich lustig? Das würde ich mir nie erlauben. Über so etwas macht man keine Witze. Oh, ach, das ist ja süß. Habt ihr einen Moment Zeit? Was liegt euch auf dem Herzen? Ich warne euch. Es geht um philosophische Fragen. Der Sinn des Lebens, wie? Das Böse, das Hexer bekämpfen, entspringt dem Chaos, den Taten, die der Störung der Ordnung dienen.
Denn wo sich das Böse ausbreitet, kann keine Ordnung etabliert werden. Statt dem Licht der Weisheit, dem Fünkchen der Hoffnung und leuchtender Wärme herrscht Dunkelheit vor. Und in der Dunkelheit findet man nur Blut, Fangzähne, Klauen. Wie im Umland. Schön ausgedrückt, aber wie die junge Zero in der Hochzeitsnacht zu König Friedank sagte, hat es auch einen praktischen Nutzen? Das Recht der Hexer, in dieser Welt zu leben und zu arbeiten, ist aus dem Gleichgewicht geraten, da der Kampf zwischen Gut und Böse jetzt auf einem anderen Schlachtfeld und mit anderen Regeln ausgefochten wird. Das Böse ist nicht mehr chaotisch. Das Böse ist keine blinde, elementare Macht mehr, sondern befolgt Regeln im Einklang mit den Rechten, die ihm gewährt wurden. Es funktioniert gemäß Abmachungen. Das nennt man Fortschritt. Da wir mehr sind und länger leben, können wir einander zu Tausenden abschlachten. Fortschritt ist wie eine Herde Schweine. Sie bringt viele Vorteile mit sich, aber niemand darf sich wundern, dass alles voller Scheiße ist. Scheiße hin oder her. Hexer existieren, um Ungeheuer zu töten. Wie kann ich das, wenn die echten Ungeheuer sich hinter Idealen, dem Glauben oder dem Gesetz verschanzen? Das größte Übel ist moralische Relativität. Sie fordert mehr Opfer als die Katriona-Pest und alle Drachen zusammen. Hexer wird man immer brauchen, ganz gleich, wohin uns diese Schweinebande auch führen mag. Wie schon der alte König Desmond sagte, als er nach Benutzung in seinen Nachttopf blickte, das rationale Bewusstsein kann das niemals wirklich erfassen. Okay. Danke, Sultan. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ach ja, diese Gespräche mit Sultan sind immer schön. Sehr klug. So, was wollte ich jetzt? Ah ja, ich wollte zur Carmen und zum Angus. Eine Weile nicht mehr stark geregnet. Da lang muss ich. Ich muss den Garten nicht gießen. Na, so ein Zufall, Vorteil. So. Carmen! Es regnet und es schüttet. Hallo, Carmen. Seid gegrüßt. Ihr seid wohlbehalten zurückgekehrt. Der Hierophant hat das Heilmittel für Lykanthropie preisgegeben. Aber ich muss den Namen eures Liebsten wissen. Ich verrate die Identität meines Mannes nicht. Lieber soll er ein Werwolf bleiben. Hoffentlich wird ihm eure Treue nicht zum Verhängnis. Okay, ja gut, dann müssen wir da wohl wohl oder übel uns das gefallen lassen. So. Ha. Was Seltsameres als diese Missgeburt habe ich noch nie gesehen. Doch, dich. So. Angus. Wer war Angus nochmal? Oh. Hallo, Wuffi. Meine Eier, ja. Munro war da. Werde ich tun. Trinker. Okay, geh weg. Vielleicht nicht. Da haben wir einen Spieler, da haben wir Fiedler, da haben wir einen Schurke, Schurke, Schurke. Da ist auch nichts. Die Nase juckt. Mhm. Okay, also da ist der Angus auch nicht. So, wo ist jetzt wieder die Frau? Frau, wo bist du? Da ist ein Hund. Der ist sehr seltsam. Trink. Götter segnet mich mit Geduld. Komm her. Habt ihr euch entschieden? Beauclair. Ah, Beauclair. So, das verkaufe ich aber nicht. Sondern das brauche ich noch. Okay.
Uff, echt. Gut. Ja, wo ist denn jetzt der Angus? Was dabei? Mich hier danach zu fragen. Was du fragst im haarigen Bären. So, ich habe jetzt gerade überhaupt keine Ahnung, wer der Angus war. Er schloss eine Tür. Wer war das jetzt? Oh Mann. Und wo finde ich ihn? Also ich meine, das hier ist ja das Elendsviertel. Also bin ich da schon nicht mal falsch. Glaube ich. Aber... wer war jetzt der Angus? Zu Bockfleischsaus. Sieht so aus, als müsste ich mich um diese Idioten kümmern. Mann, gibt's da nirgendwo einen Hinweis, wo jetzt der Typ ist? Orte. Krankenhaus. Magierturm, Laboratorium, Klagenkerker, Kermohen. Flatterer, was sind das überhaupt für Viecher? Wo finde ich sie? Die habe ich noch gar nicht. Ghoul-Vertrag ist erledigt. Gorgo. Kavaya. Kavaya. Also ich habe ja schon mal gegen ein Gravaya gekämpft. Kikimore-Vertrag. Klauen. Na toll. Jethro möchte, dass ich herausfinde. Drogengeschäfte. Der Fistich als Zutat verwendet. Die Frage, ob das das Elendsviertel hier ist oder ob das das Anderlingviertel als Elendsviertel bezeichnet wird. Da ist eine Tür. Die ist mir noch nie aufgefallen. Aber ich glaube, da geht es zu den Kloaken. Ja. Oh, hi. Scheibe.
brauche meinen Klingenüberzug schon gar nicht mehr. Okay. So geht's auch. Wo ist denn jetzt der Angus? Angus. Wo ist denn der jetzt? Ich gehe mal zum Anderling-Viertel, weil vielleicht... Ist das mit Elends Viertel gemeint? Das war zu erwarten. Geschäfte mit Menschen enden stets mit einer Pleite. Wir Zwerge haben einfach Nebel. Wer wird die Bücher dieses Herrn führen? Oh, Scheibe, ich habe keine Ahnung, wo der Angus ist. Tür zum Schmied. Ich gehe mal zum Schmied. Vielleicht hilft der mir. Hi. Braucht ihr was? Nette Werkstatt. Darauf könnt ihr stolz sein. Aber wo ist eure Ausrüstung? Die haben diese Hurensöhne mitgenommen. Jetzt muss ich Miete zahlen, wenn ich arbeiten will. Diebe? Nein. Schlimmer. Verdammte Beamte haben mir Steuern aufgebrummt, weil ich ein Anderling-Geschäft führe und Anderling-Waren feilbiete. Wie in aller Welt sollte ich wohl Dinge für Menschen schmieden? Ich bin ein verdammter Zwerg. Trotzdem ein seltsamer Zufall. Diese Person, die mit dem Orden in Verbindung steht, besitzt jetzt neue Mahakam-Ambosse, die den meinen merkwürdig ähnlich sind. Verkauft ihr mir eure Waren? Soltan sprach nur Gutes über euch, also können wir handeln. Wendet euch an meinen Lehrling, wenn ihr etwas kaufen wollt. Ich erledige Schmiedeaufträge und nehme Sonderbestellungen an. Das möchte ich ja gern. Ich möchte gerne meine Waffen schmieden. Seid ihr der... Oh ja, ich führe das Geschäft und halte Ordnung. Was wollt Zeigt ihr haben? Mir... Herr Chibai. So, hör auf zu quatscheln. So. Das kann ich auch alles nicht verkaufen. Okay. Aua. Wo ist denn der Angus? Bin ich blöd? Waldis Haus. Ich guck noch mal, wer Jethro war. Sonst gehe ich noch mal in den Kecher, in den Kerker. Verfluchte Götter. Und frag ihn noch mal, wo der Angus ist. Bla 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 bla. Wer bist denn du? Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, Zwerg. Keine Schmerzen in den Zähnen? Schmerz, Zahin. Von Beruf Zahnarzt. Geralt von Riva. Hexer. Immun gegen Karies. Cool, das will ich. Natürlich. Haben. Hexer töten Ungeheuer, korrekt? Im Allgemeinen ja. Auch Zahnärzte, aber eher selten. Ich bin nämlich Sammler. Ich sammle Zähne. Yeah. Sucht ihr noch Zähne? Natürlich. Je seltener, desto besser. Ich zahle. Ich halte danach Ausschau. Vergesst nicht, es müssen keine Ungeheuerzähne sein. Ich bevorzuge einzigartige Exemplare, hinter denen eine Geschichte steckt. Uah.
Das ist ein interessanter Fetisch.